Und damit hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft Mythics Plus Dungeon. Heute mal mit Nefertari die Quest vier Mythic Dungeons zu machen. Lässt natürlich viel offen, was man noch so machen kann. Gerade auch mit den kleineren Chars, sage ich mal. Deswegen auch. Nee, was macht das Ding? Hier rum, okay. Puh. Oh. Gerade auch mit kleineren Chars mal eben wenigstens kleine Instanzen durchzujagen, um das Heldenteil abzurasen. Ich bin immer wieder mal am Schurken. So ist es nicht. Wo ist mein Schurk? Hier. Also seht es mir nach, wenn ich gleich nicht ganz so viel mit der Schurken agiere. Wieder die. Ja, gerade wieder. Okay. Auf jeden Fall noch ein bisschen rumbearbeiten, wo ich was hin tue. Weil ich habe das Problem, dass ich jetzt die Zauberleiste von denen, ja doch, über denen. Ich muss noch mal gucken, wie das Add-on hieß. Ihr sagt ja immer, ich soll mir die Leisten anzeigen lassen. Irgendwie habe ich da auch ein Add-on für gefunden, damit die Leisten besser angezeigt werden. Ich will immer noch hier rüber. Ich habe nämlich ein bisschen rumgespielt, rumgebaut. Ja, ja, ja. Nur fängst du mich für. Wird wahrscheinlich auch noch jede Menge Zeug verbrauchen, was unnötig ist. Meine Wurzeln leben noch. Gehört es da, wo ihr herkommt, zum feinen Ton, die Diener seines Gastgebers zu ermorden? Oder halt auch zu viel Kombo-Punkte verschleudern, sagst du. Euren leeren Gesichtsausdrücken sehe ich an, dass man in eurer Heimat wohl schon staunen würde über ein Haus, das nicht aus Dumm besteht. Ich habe kein Ziel. Aber mit der Zeit kommt die Übung rein und dann beherrscht man auch wieder den einen oder anderen Char. Eventuell. Halt viel öfters mein zwischen die Augen einsetzen. Und ich muss hier, glaube ich, die Symbole ein bisschen größer machen. Ah, das hat das die Würfel aktiv halten. Weil der Schaden ist jetzt nicht so hoch bei ihr. Was nicht ist, kann ja noch werden. Also vom Equipment-Status sind wir hier bei 462. Da müsste ich wahrscheinlich deutlich schnell machen. Die
die Tabulator-Taste klappt wunderbar. So, jetzt ist die Frage, pullt er raus oder nicht? Ich würde fast behaupten, nein. Das Ding ist auch der Hexer oder der Mage, einer von beiden. Einer, der den anderen durchzieht. Den kann ich leider gerade gar nicht sagen, wer wen durchzieht. Aber einer hat eine Wertung von fast 400 auf diesen Schlüsselstein. Nie gut beim Schurken für Silence ist generell. So, kurz auf den Mage warten. Aber theoretisch gesehen würde ich fast sagen, dass der Hexer der bessere ist. Derjenige, der durchzieht. Ja, der hat Mythos auf dem Maschinen. Ach, seht ihr, jetzt habe ich auch wieder das Falsche eingesetzt. Liegt der Boss aus, ja, auf der 5K. Schon nice. Achtung, hier kommt noch. Ihr scheint bei dem ganzen Haushalt massakriert zu haben. Nehmen wir den mal mit. Das Blut tropft schon durch die Decke. Wer wäre hier geblieben? Ja, okay, ist da geblieben. Kommt doch mit mir in den Keller und bestaunt die Schönheit des Todes. Hier nochmal neu, spielen wir uns nochmal alle unsere Boxen neu. Problem, was ich manchmal bei der Shuriken habe, ich drücke halt liebend gerne die blinkenden Knöpfe. Das werden, sind bei der Shuriken ja auch dann viele. Ich muss immer erst gucken, eigentlich was meine Kombo-Punkte sagen, bevor ich mich aus dem Fenster lehne und irgendwas drücke. Mal den Zeigefinger schön auf Kick. Als Schurken mache ich viel zu wenig Wortkontrolle. Ne, wir brauchen nicht. Nee, ja, okay, ich dachte schon, der rennt da jetzt hin. Ich wollte noch mehr.
übrigens, falls ihr euch interessiert, das Set ist aus Mythisch. Wie heißt das? Ah, jetzt wollte ich euch sagen, wo das Ding herkommt. Wir fällt mir den Namen nicht ein. Hier die Renor letzter Schlachtzug. Wie heißt das denn noch? Die Schwarzfeld-Pizza-Teil. Zwei da drüber oder so. Tut mir leid. Aber ihr werdet das herausfinden. Oder wie jetzt gleich. Liebling, kümmere dich doch bitte um unsere Gäste. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen euch doch nur ein. Und ich achte auch gar nicht, wo ich beim Schaden stehe. Das ist eben was für mich ist. Komm, ist das Ding immer noch nicht bereit. Ja, seht ihr, normalerweise hätte ich jetzt gar nicht mehr nochmal Button drücken müssen für Kombo-Punkte aufzubauen. So wenig. Euch fehlt Weitsicht. Den Tod hält niemand auf. Mit der Vernichtung von Lady Kronsteig habt ihr ein Portal in eure Welt geöffnet. Hier niemand entkommt meiner Rache. Lauf noch einfach an. Geht noch erstmal, ja. Aber die Schurke macht mir zumindest wieder Spaß. Das ist ja auch die Hauptsache, die worauf es ankommt. Ich finde auch gut, dass wenn keine weiteren Ads getroffen werden, mittlerweile der Klingenwirbel stehen bleibt. So, was haben wir? Oh, Schuhe. Tempomeisterschaft. Ganz schlecht auf Veteran. Ah, die habe ich auch noch auf Veteran, aber okay. Wie hieß die Instanz? Schlachtzüge, Warlock, wir haben es geschafft. Gurak'tul ist verbannt. Höllenfeuer-Zitadelle. Seht ihr? Ist mir das nicht ein eingefallen starker ist. Arm und eine Höllenfeuer-Zitadelle gibt es dieses wunderschicke Danke, Set. Helden. Ihr habt den Zirkel zerschlagen und uns von Gurak'tuls die Waffen gibt es wir aus dieser Epoche, sage ich mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns in den nächsten Instanzen wieder. Es kann sein, dass auch noch ein paar kleinere rauskommen, alleine wegen den vier Mythisch-Dungeons zu machen. Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao, ciao.